Cent ruft an, oder was? Sekunde. Ach, scheiße. Cent ruft an. Ich unterbreche das mal ganz kurz. Cent! Ich dachte nicht, dass es so schnell geht. Ich bin sogar live, ne? Ich bin live gerade, nur dass du es weißt. Okay, krass. Ich dachte, du schreibst mal bei WhatsApp, da machen wir so ein, treffen wir uns auch morgen hier online und machen so Interview, mein Podcast, mein Interview, du weißt. Ich zeig mal, ich zeig dich mal den Leuten, warte. Also ich mach mal auf Vollbild, sorry, ganz kurz. Damit die Leute sehen, es ist Legendary Mr. Cent himself. 50 Cent, aka Cent, aka Centino, aka Sentence, aka Deutschraps Ghostwriter. Liebe Grüße, alles da. Gibt es einen Menschen außer Echo noch, der mehr noch als du geschrieben hat für andere? Gerade aus dieser... Oder ich kenne einen neuen, aber ich sag nicht, wer es ist, aber der hat so viel geschrieben jetzt letztes Jahr. Du weißt, wen ich meine. Ja, ja. Der Junge hat uns alle übertroffen, aber ich hoffe, er wird nicht so lange um seinen Hack kämpfen wie wir früher. Nee, ich glaube, heute ist das nicht mehr so wild. Heute kann man auch schon GEMA kriegen. Früher war wild. Zu Bushido-Zeiten war es doch ewig wild. Oh ja. Darf ich kurz sowas spammen, so Nico C. Ja. und so Namen sagen, so von alten ENAs und so? Was du willst, Lan. Wir sind hier bei Roos. Okay, Bruder. Okay, ey, Roos. Ich würde mir gerne wissen, was deine Community sagt, was die denken, was man 2004 für ein Ghostwriting-Song bekommen hat von Universal Music oder von so Major-Labels allgemein. Ja, warte ab, was der Chat schreibt. Also, was? Gib mal einen Tipp, so, damit man so ungefähr eine Hausnummer hat. Da sind ein paar hundert Euro da wahrscheinlich so, würdest du jetzt sagen, oder? Genau. Auf jeden Fall, du kannst mit dem Geld in Düsseldorf keine Miete zahlen. Ja, Mann, das ist der Shit. Scheiße, Mann. Okay. Das ist Tafnis, Bruder. Also, guck mal, ich sag mal so, ja, bevor die Leute jetzt hier im Dunkeln tappen, so ein Bushido, egal wie der ist und was der gemacht hat, so, damals war der auf jeden Fall noch wilder unterwegs, da hat man wirklich 250 Euro für einen Song gemacht. Und Bruder, ein Beat-Producer, ne, es gibt einen Beat-Producer, der hat so viele Hits gemacht, ne, weltweit, ne, der hat 150 Euro für einen Beat gekriegt. Bruder, was waren das für Zeiten? 250 Euro und dann hast du geschrieben, als ob ich aus Feuerwehr, ruf die Feuerwehr, oh, Bruder. Hier, 250 Euro, danke, Sam. Ach du Scheiße, Alter. Bruder, das war auf jeden Fall... Ach so, und warum das so krass war, war ja nicht, dass man das so unter Kumpels, weißt du, hier, nimm mal das Geld und so, sondern ein Major-Label, A&R, schreibt dir, ja, und wie klären wir das jetzt? Und er überweist auch das Geld. Naja, das ist wild. Ja, es ist eine Distanzverschiebung. So einer auf den, ey, wenn es um Geld geht, sprich mit denen. Oh Mann. Geile Sache, Alter. Auf jeden Fall haben wir uns zum Glück weiterentwickelt in Deutschrap. Wie gesagt, ich bin da auch aus Versehen, ich bin völlig verwirrt, muss ich dir sagen, Roos, ich weiß nicht, wie du dazu stehst oder auch wie dein Bruder dazu steht, ich wüsste gerne mal eure Meinung in allgemein, weil manche Leute sagen, es sei halt Mois Familie gemeint und andere Leute sagen, es sei halt nicht gemeint gewesen. Es ist schwer zu sagen, er hat auf jeden Fall, ich würde sagen, er hat safe in Kauf genommen, dass man zweideutig gehen kann. Weil mir ein Supporter von den, also ein Rap-Supporter geschickt hat, dass die irgendwie ein Lied, das heißt, ich gehe meinen Weg, es ist bei Spotify und da sagt er auch Centinos Mama. Okay, aber was habt ihr eine Vorgeschichte irgendwie? Du warst mal im Camp, so wahrscheinlich, ne? Ich habe mit Asche, sage ich dir jetzt so offiziell nur für dich, weil das Interview, das Richtige war mir so ein bisschen... Ich hatte die Kopfhörer auf, hab da so geschrien, als wenn mich keiner am Handy hört, weil ich das immer, wenn ich diese AirPods anhabe, denke ich, man hört mich nicht. So ganz cool gesagt, Bruder, war ich mit dem ein paar Mal im Studio und fand den weird, Alter. Ich fand den menschlich einfach weird, ich hatte keine Chemie und wenn ich mit jemandem schreibe, so, egal wie ich und Flair uns manchmal hassen oder so, aber wir haben einfach diese Chemie, dass wenn wir was machen, dann kommt immer was dabei raus. Und das war das erste Mal nach langer Zeit, wo es einfach nur merkwürdig war. Weil ich das Gefühl hatte,
mit einem Typen im Studio zu chillen, der mir nicht ganz die Wahrheit sagt. Weißt du, Rapper haben immer Images, übertreiben immer, aber es war so komplett, ich konnte mich voll nicht reinversetzen. Und ich denke, das war so, keine Ahnung, so, der wollte die ganze Zeit so, glaube ich, dass nur er alleine mit Khaled Mucke macht und so, ich weiß nicht, so, der hat auch nicht so einen guten Draht mit Noir gehabt, mit den ganzen anderen Jungs, mit Jiggy sowieso nicht, weißt du? Ja. Und es war einfach ein weirder Vibe, so, der Typ ist halt sehr speziell und es hat halt einfach null gepasst, so, Bruder, das war die einzige Vorgeschichte. Hm. Ne? Also. Ich fand's krass, also ich hatte... Ich weiß ja nicht, ihr kennt euch sicher auch. Ne, ich kenne Asche gar nicht. Du? Ich kenne ihn nicht persönlich, gar nicht. Ich habe ihn einmal im Leben gesehen. Ja, aber selbst wenn du ihn kennen würdest, Bruder, so weißt du, für dich, du bist halt so, du bist ja so ein Hip-Hop-Friedensrichter slash Journalist in allererster Linie, Bruder, noch ein fairer Journalist, so. Und das ist einfach so ein Ding, du kannst ja mit ihm nicht aneinander geraten, weißt du, weil ihr, okay, er kann ja nichts von dir erwarten, aber stell vor, du sitzt im Studio und auf einmal ist so ein Vibe, es kommt halt nichts zustande und so Sachen, weißt du, du merkst so, okay, krass, ich weiß nicht, wie das hier die nächsten Stunden weitergehen soll, weißt du? Ja. Crazy. Das ist halt so ein Ding, also, das war so das Ding, da gab es nie wirklich Sympathie und dann wurde dann halt geschossen, da musste ich halt zurückschießen. Ich fand's krass, Mann. Ich fand's krass, dass er auf Mama geht. So, also ich wusste nicht, dass ihr so auf so ein Level euch beeft. Das fand ich ein bisschen krass. Das ist ja das Ding, paar Mal so. Gesagt. Du verstehst es ja auch richtig so, weil am Ende des Tages so, wir sind ja keine 17-Jährigen aus so einer Internet-Battle-Rap-Liga, weil Leute werden die RBA nicht mehr kennen, aber ja. So diese alten SpongeBob-Lines sind ja vorbei, oder nicht? Du meinst diese drei, vierfach Sachen kollegamäßig um Dreiecken und bla? Und immer mit Mutter. Immer mit Mutter und immer mit, ich ficke deine Frau auf den Kopf deiner Nichte und das. Diese Art von Rap ist doch vorbei eigentlich, Bro. Es sollte eigentlich vorbei sein und langsam auch wieder um Musik gehen. Musik. Ich bin unterwegs, nachts in Berlin. Na, na, na. Wir machen bald einen Remix. Ich bin unterwegs, nachts in Düsseldorf. Ich schieße das schon mal an, wenn ja. Corona vorbei ist. Okay, Sen, sollen wir uns, lass doch schreiben und dann planen wir für morgen oder sowas. Dann machen wir mal ein vernünftiges Ding. Dann hole ich dich mal rein, weil gerade ist mit Handy so ein bisschen crazy. Ich hole dich dann richtig rein hier. Geil, kein Problem, Bruder. Bist du auf Viel Malle, Spaß wa? Noch, Grüße an alle. Ich bin immer erreichbar. Bist du auf Malle, meine ich? Ich bin die ganze Zeit auf Malle, Bruder, wie der Geil. Ballermann 6. Geil. Okay, Bruder, pass auf, ciao. Wir hören uns, okay, liebe Grüße, ciao. Ciao.